Hallo, ich bin am Brandenburger Tor in Berlin und ganz in der Nähe war der Führerbunker, also der Bunker von Adolf Hitler, ne, dem Führer. Und da ich ja derjenige bin, der Adolf Hitlers Schädel und Zähne angeschaut hat in Moskau im Geheimdienst, gehen wir da jetzt mal hin und schauen uns mal an, wie es im Führerbunker, wo Hitler gestorben ist, wie es da drin aussieht. Beziehungsweise wir haben jemanden, der uns das ganz genau erklären kann. Da bin ich also schon echt ziemlich gespannt. Ja, hier könnt ihr nochmal das Brandenburger Tor sehen, durch das ich gerade für euch geschritten bin. Und was die meisten auch nicht wissen, das finde ich auch ganz lustig, ist, das ist eigentlich hinter dem Hotel Adlon. Das ist so ein ganz, ganz schickes Hotel, was früher super, super bekannt war. Da, hier ist das. Und irgendwie ist das gerade bei Stadtführungen oder so, hört man manchmal noch was davon. Aber ansonsten werdet ihr den Zusammenhang zwischen Brandenburger Tor, Führerbunker und Adlon, kennt kaum jemand. Das ist ganz, ganz verrückt. Irgendwie eine vergessene Geschichte. Ja, auf dem Weg zum Führerbunker geht es hier am Holocaust-Denkmal vorbei. Das ist wirklich eindrucksvoller, vielleicht als es hier aussieht auf den Bildern. Kann ich euch wirklich empfehlen, mal durchzugehen. Die, ja, ohne Worte, echt. So, jetzt sind wir angekommen am Führerbunker. Ihr seht, ich habe ein Reportermikrofon, damit wir Abstand halten können. Und hier ist das Gelände. Sieht ein bisschen flach aus. Ich zeig's ruhig nochmal langsam, sonst schimpfen wieder alle, dass wir zu schnell uns bewegt haben. Man hört Spatzen singen und man sieht einen Parkplatz. Und zum Glück haben wir jemanden, der sich auskennt und dem dieses Schild hier gehört. Kannst du das mal zeigen? Mythos und Geschichtszeugnis Führerbunker. Wer bist du und warum gehört dir dieses Schild? Hallo, ich bin Daniel Sturm von den Berliner Unterwelten und Gott sei Dank gehört nicht mir dieses Schild, sondern der Verein Berliner Unterwelten hat das hier aufgestellt. Hast du auch auf der Maske drauf, Berliner Unterwelten. Ne? Stimmt, das Werbung nennt man das, glaube ich. Ne? Das ist ein Bär mit einer Taschenlampe, damit, weil man in Unterwelten ja nichts sieht. Ne? Ganz genau, hier kennt man das Symbol auch schon. Und es ranken sich halt immer noch viele Mythen und Legenden um dieses Gebäude und das war einer der Gründe, warum wir 2006 dieses Schild hier eben aufgestellt haben auf dem heute Parkplatz, wie du schon ganz richtig gesagt hast. Wieso durftet ihr das Schild überhaupt aufstellen? Hat die Stadtverwaltung da kein Theater gemacht? Da würde ich jetzt einfach mal meinen lieben Kollegen Sascha da bitten. Der zufällig hier steht, Sascha. Ja. Wieso durftet ihr ein Schild hier aufstellen? Na, das ist ab hier privater Grund. Das ist nicht mal die Stadt, die da zuständig ist, denn die hat tatsächlich Nein gesagt. Die waren eigentlich in den ersten Jahren unserer Vereinsaktivitäten, das war so ab 1997, waren die sehr skeptisch, haben uns als Betonromantiker, Bunkerküsser bezeichnet. Und in diesem Geiste war man nicht so offen für die Erkundung dieser Geschichte. Aber warum eigentlich? Ich meine, Stadttouren liebt jeder. Es gibt Geistertouren, Nachtwächtertouren. Warum würdet ihr denn Beton küssen, wenn ihr erklärt, dass hier hinter dem Adlon und am Brandenburger Tor mal der Führerbunker wird? Oder glaubt ihr, die haben sich geschämt irgendwie ein bisschen oder so? Genau das. Sie wussten nicht, damit umzugehen. Und unser Umgang war noch relativ frisch und da musste man sich erstmal dran gewöhnen. Was heißt denn, was war denn euer frischer Umgang? Naja, eben nicht die Geschichte zu verstecken, sondern sie richtig zu zeigen und zu erklären, damit man sie nicht wiederholt. Ne? Und das musste erstmal ein bisschen reifen in den Köpfen. Muss man sich mal vorstellen, vor ein paar Jahren, das ist natürlich schon erschütternd. Ne? Was ist der Irrtum, der dich am meisten fuchst hier an dieser ganzen Geschichte? Na, eigentlich der, dass immer wieder behauptet wird, dass der Führerbunker hier unten noch existiert. Und das, was wir hier hören, ist teilweise unterirdischer Flughafen bis hin zu U-Boot-Anlage und Fliehrouten nach sonst wohin. Also es ist tatsächlich, sind mehrere Mythen, aber ich glaube der, dass das Gebäude hier unten noch so existiert, wie es damals verlassen wurde, ist glaube ich der, der sich am hartnäckigsten hält. Also wir können ja erstmal zum Eingang kommen. Also angeblich ist ja da drüben irgendwo ein Eingang und ihr habt ja auch einen Schlüssel. Ne? Also irgendwas muss ja noch da sein. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er nicht mehr da ist. Genau, das erzählen tatsächlich viele Guides hier, ne, dass sie den Schlüssel heute jetzt leider nicht dabei haben für die Tür da drüben. Aber wenn man nächste Woche wiederkommt, dann haben die den Schlüssel dabei und dann steigt man hier ein in die Geschichte. Aber wie man auch auf der Tafel hier drüben schon sehen kann, viel ist nicht mehr da. Ne? Was ist denn noch da?
Genau, die Bodenplatte liegt hier noch. Also in den 80er Jahren, Mitte, Ende 80er Jahre wurde das Gebäude letztlich fast komplett beräumt. Also innen drin ist gar nichts mehr. Die Außenwände stehen zum Teil noch und die Bodenplatte liegt hier noch im Boden. Ne? Ich weiß ja nicht, ob die Ines da vielleicht mal so auf direkt dieses Bild hier, da sieht man das ganz gut. Meinst du mit Bodenplatte die ultra dicke Platte, die oben drauf war und den Boden nach oben bildet? Oder meinst du die Bodenplatte, die unten drunter war? Genau, die Abschlussplatte letztlich. Nach unten. Ne? Also die im Boden den Abschluss nach unten bildet. Ne? Genau. Und der Rest ist jetzt verfüllt mit Erde, Beton, Stein, Sand oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, so könnte man das sagen. Ne? Das Ende der 80er Jahre wurde die Wohnbebauung hier angelegt und dafür eben der Parkplatz auch angelegt. Und da hat man das hier verfüllt und zugemacht letztlich. Wie man sehen kann, ist das ja ein Plattenbau, allerdings so ein schicker innenstädtischer Plattenbau. Ne, Häschen, kannst du das mal zeigen? Die Ines ist ja auch in der Platte groß geworden, ich auch. Ines, was sagst du zu dem Plattenbau? Findest du den gut? Plattenbauten sind immer gut. Also die Ines begrüßt, dass der Führerbunker zugeschüttet wurde. Seid ihr traurig, dass man da nicht doch mehr runtergehen kann mit eurer Taschenlampe reicht es euch, dass man das von außen anschauen kann? Nein, also ich glaube, traurig kann man nicht sagen. Wir hätten gern noch da drüben. du würdest gerne rein. Ich schon, ja. Das ist einfach die Neugier, die natürlich uns auch antreibt. Und wir sehen das eben sehr neutral. Wir würden gerne noch mal vermessen, die Reste. Wir würden gerne noch mal ein bisschen dokumentieren, was noch übrig ist, um es dann wieder zu verschließen. Also was wir nicht wollen, ist eine Weihestätte oder irgendein Tourismusort draus werden lassen. Also das muss man schon ganz klar trennen. Ne? Ja, das ist klar. Und du hast aber gesagt, dir macht es nichts aus. Warum macht es dir nichts aus? Naja, zum einen das auch schon, was der Sascha gesagt hat, wenn hier ein Ort für Neonazis entsteht, das wäre nicht gut. Aber ein Mythos, der sich auch noch hartnäckig hält und der eigentlich gar kein Mythos ist, dass es den sogenannten Fahrerbunker ja noch gibt. Und wir vermuten, dass Fahrer- und Führerbunker, wenn man jetzt nicht Deutsch spricht, sondern Englisch oder Französisch oder Spanisch, einer der Gründe ist, warum das häufig eben verwechselt wird. Ne? Und der ehemalige Fahrerbunker, also die SS-Leibstandarte Adolf Hitler, befand sich dort vorne in dem Areal. Moment, die Ines muss man ganz langsam drehen. Also da vorne war die Leitstandarte Hitler, wo unter anderem dann eben auch der Fahrer oder die Fahrer... Genau, das waren die Chauffeure der Minister, wenn man so möchte. Also die haben da unten so einen etwas kleineren Schutzraum gehabt. Und der existiert tatsächlich noch, ist als eingetragenes Bodendenkmal versiegelt und der sieht wirklich noch einigermaßen so aus, wie er damals verlassen wurde. Ne? Hattest du denn mal einen Schlüssel dafür für einen Tag und durftest dir das mal angucken? Nein, ich nicht. Ich weiß nicht, ob Sascha da mal rein durfte. Auch nicht, aber wir arbeiten immer noch daran. Die hessische Landesregierung ist Grundeigentümer da und die zu überzeugen, dass wir da nochmal eine dokumentierende Grabung machen dürfen. Nähere Einstiege dürfen wir nicht benennen, weil wir eben genau nicht wollen, dass da Leute wild graben oder so. Das Land Hessen, weil da die hessische Landesvertretung ist auf dem Gelände oder sowas, muss man vielleicht erklären. Genau, hier vorne ist das Grundstück der hessischen Landesvertretung, das ist so eine Art Botschaft halt der Bundesländer beim Bund und auf deren Areal, so viel können wir glaube ich verraten. Ja. Also es gibt jetzt einen Führerbunker, einen Fahrerbunker, dann gibt es ja diesen berühmten umgekippten Turm, den man auf den Bildern häufig sieht. Wo ist das denn ungefähr? Wir können ja mal ein bisschen zur Seite hier gehen. Kommt da ruhig mal hier rüber. Also, ja, könnt auch beide was sagen. Also orientier uns doch mal so ein bisschen hier auf dem Gelände. Genau, also wenn man den Komplex hier vorne sieht, dann liegt der sozusagen, also die Reste dieses Komplexes liegen hier so hintereinander. Ne? Da in dem Bereich war damals die alte Reichskanzlei und orthogonal dazu in dieser Richtung entlang der Vossstraße die neue Reichskanzlei. Sag nochmal kurz, was orthogonal ist, weil viele keine Fremdworte kennen. Rechtwinklig dazu, die neue Reichskanzlei und das war hier quasi alles ein abgesperrtes Areal, Ministergärten nannte man das. Ne? Und dieser Doppelbunkerkomplex lag hier sozusagen hintereinander und das Bild, auf das du angespielt hast, hier oben mit diesen Türmen, das war hier vorne so in dem Areal ungefähr, da wo die Parklücke ist, da so in dem Bereich. Ne? Warum sieht man denn bei Bunkern eigentlich so oft so spitze Türme? Haben die Leute, sind die da zur Aussicht reingegangen oder wozu diente dieses spitze Dach sozusagen? Der Turm als solches, als Abluft- oder Zulufturm, je nachdem, und das spitze Dach dient oftmals dazu, Bomben abzulenken, dass die, wenn die von oben drauf fallen, eben nicht die volle Kraftentfaltung auf die Decke haben können, sondern dass die abgeleitet werden in den Boden daneben und eben dort erst die Detonation erfolgt. Ne? Habt ihr euch bestimmt schon mal gefragt, warum das so aussieht? Ne? Könnt ihr hier auch nochmal sehen und lernen. Wie ist das denn eigentlich mit den, ihr habt ja Hunderte und Tausende von Touristen und Touristinnen in eurem sehr guten, wie soll man sagen, seid ihr ein eingetragener Verein oder was? Ja. In eurem sehr, sehr guten eingetragenen Verein, mit dem ich auch schon im Atombunker, in der U-Bahn und so weiter war. Wie reagieren die denn? Ist das für die wie so ein Snack? So, oh ja, let's do the Führerbunker? Oder stehen auch manchmal welche da und schaudern so ein bisschen, so wie wir, als wir vorhin durchs Holocaust-Denkmal gegangen sind? Also kribbelt, hast du den Eindruck, dass bei den Leuten irgendwas ankommt? Oder ist das mehr so Tourismus?
Also das ist sehr unterschiedlich, aber die meisten nehmen das Angebot der Geschichte doch sehr, sehr genau wahr. Und auf unserer Tour 1, die am Gesundbrunnen stattfindet, wo es eben um diese Zeit geht, auch dort hängt so eine ähnliche Tafel. Und wenn man dann darüber erzählt, dass die Frau von Josef Goebbels hier in den letzten Tagen ihre 6 Kinder umgebracht hat, dann merkt man doch schon, wie den Leuten ein Schaudern herunterrollt. Ja. Findest du denn die Darstellung in dem Film Der Untergang richtig, wo der Arzt so hingeht und dann den Unterkiefer immer so hochknackt? Oder glaubst du eher, das war so, dass der Morell da doch vielleicht eher direkt einen Zaubertrank gemacht hat und die Kinder sozusagen ohne Zyankali-Kapseln da so gestorben sind? Oder gehst du auf solche Details dann lieber gar nicht erst ein? Ich wollte gerade sagen, ich werde einen Teufel tun und solche historischen Details kommentieren. Aber im Film Der Untergang hat der Verein auch beratend sozusagen Pate gestanden und einige der Vereinsmitglieder waren eben dort bei den Dreharbeiten und haben das begleitet. Ne? Und auch der Führerbunker, der ja in den Bavaria-Studios nachgebaut wurde, ist nach Plänen unseres Vereinsvorsitzenden damals dort aufgebaut worden. Ne? Was machst du denn, wenn die Leute oder wenn die jetzt mit merkwürdigen Fragen ankommen und du merkst, da kommt so ein bisschen zu viel Begeisterung für Uniformen, Faschismus, Diktatur oder sowas um die Ecke? Biegst du das dann nonchalant ab oder unterbrichst du dann oder wie machst du das? Also tatsächlich ist das ganz, ganz selten. Und wenn man seine Tour vernünftig aufbaut und den Menschen eben die Schrecken von damals zeigt, dann sind die meisten dieser Gäste doch sehr, sehr ruhig. Ja, also gerade wenn man über den Bombenkrieg spricht, über Feuerstürme, dann kommen da sehr selten solche Fragen. Ich weiß nicht, was du in der Richtung schon erlebt hast. Ja. Ich habe genau die gleiche Erfahrung. Also es ist äußerst selten vorgekommen. Und wenn, dann hat man wahrscheinlich als Referent schon vorher ein bisschen was falsch gemacht. Denn ich kenne niemanden, der da nicht rausgeht und zumindest nachdenklich ist. Und genau das wollen wir ja auch. Ja. Worüber würdet ihr denn die Menschen am liebsten jetzt an diesem Ort, nicht generell bei euren Touren, aufklären? Also irgendwie Krieg ist Wahnsinn oder lass es nie so weit kommen. Also bis zu welcher Stelle wollt ihr den Leuten so eine Nachhause-Geh-Nachricht mitnehmen? Oder du wolltest ja zum Beispiel gerne graben oder würdest du den Leuten lieber gerne sagen, grabt erstmal nach Details oder lasst ihr das bei jeder Tour neu entstehen und erblühen sozusagen? Also zu den Grabungen, das sollte man nicht einfach so machen. Denn, das macht ihr nicht zu Hause. Areale sind ja oft noch mit Munitionsresten und allem möglichen kontaminiert. Also dazu rufen wir gar nicht auf, sondern bei uns sind das Leute, die entsprechende Expertise haben, also das beruflich machen oder ein Team halt aus Sanitätern, Feuerwerkern zusammengestellt. Bei dem anderen, was ich eben schon sagte, also die Leute gehen eigentlich sehr beeindruckt raus und denken nochmal ganz anders nach. Und man kann die Köpfe natürlich nicht reinschauen. Und jemand, der beinhart an seiner Weltsicht festhält, den kann man da auch nicht in anderthalb Stunden... Nee, das ist klar. Aber was wäre dir, worüber würdest du dich freuen? Also was wäre ein Punkt, den du gerne als einen Satz mit nach Hause geben würdest den Leuten? Also auf jeden Fall, dass Krieg mit das Furchtbarste ist, was man sich gegenseitig antun kann. Und keineswegs irgendwie die Krone der Entwicklung der menschlichen. Und wenn man das im Detail aus der menschlichen Perspektive mal schildert, dann kann man bei Verstand auch nicht mehr sagen, das ist toll. Ne? Was findest du denn besonders bekloppt an Krieg? Das wahnsinnige Leid der Menschen. Also fangen wir mal an bei Vertreibung zum Beispiel, fangen wir mal an bei Kälte, Hunger, die Kinder besonders an erster Stelle, die da zu Millionen leiden. Und dann natürlich die Menschen, die man verliert, die einem ja irgendwas bedeutet haben, die ja. einem lieb und wert waren. Ja. Das ist doch furchtbar. Da kann es keinen Zweifel geben. Ja. Im Führerbunker, ja. Ja, ich wollte da noch was zu anschließen. Also zum einen auch, das Krieg ist einfach das Furchtbarste, was passieren kann. Aber ich versuche auf meinen Touren auch immer den Menschen so ein bisschen mitzugeben, auch mal selber zu denken, sich nicht von Propaganda oder Ähnlichem zu beeinflussen zu lassen, sondern eben auch mal selber hinter die Kulissen zu schauen. Ne? Das ist meine zweite Message, nach der die Sascha eben schon sehr ausführlich dargelegt hat. Ja. Wie ist denn das jetzt? Man könnte ja auch sagen, okay, die Nazis haben auch Dramen erlebt hier. Magda Goebbels poltert gegen die Tür, wo Adolf und Eva Hitler hinter sind und ist verzweifelt. Ihre ganze Welt bricht zusammen, der Führer soll sich nicht umbringen und so weiter. Die Sekretärin ist vorne mit den Goebbels-Kindern und versucht, die auf der Treppe irgendwie bei Laune zu halten und so. Wie sehr möchtet ihr was erzählen, was jetzt über Grabung, Struktur, Bombenkrieg und sowas hinausgeht? Also wollt ihr da auch irgendwelche einzelnen Personen auferstehen lassen bei euren Führungen oder lasst ihr das Erzählerische anhand von so einzelnen Menschen, die jetzt aus heutiger Sicht die Bösen sind natürlich, lasst ihr das lieber ganz raus?
Also so ein Film hat ja immer den großen Vorteil, dass es ein Film ist. Dieser Film orientiert sich in großen Teilen meistens an der historischen Wirklichkeit und der ist auch sehr gut gelungen. Nee, ich meine bei den Führungen, ob er das bei den Führungen macht, dass er bei den Führungen so über einzelne Personen was erzählt. Das tun wir auch, ja, aber was eigentlich immer das, ich sag's jetzt mal, Highlight ist, wenn man dann doch noch einen Zeitzeugen dabei hat. Also jemand, der wirklich selbst erlebt hat, was damals los war, der als 8-Jähriger im Bombenkeller gesessen hat und an, eben aus eigener Erfahrung erzählen kann, was da passiert ist. Und da kannst du eine Stecknadel fallen lassen und alle hören die. Ne? Da ist Totenstille im Raum und auch wir ringen dann hin und wieder mal mit der Fassung, wenn jemand da so seine Geschichte erzählt. Aber wie haltet ihr das mit den Bösen? Also dürfen die Bösen, ist das klar, die Zeitzeugen, das rührt einen natürlich extrem und da springt das Gefühl über. Aber wollt ihr auch was über die Bösen erzählen oder lasst ihr das bei den Führungen? Also dass ihr jetzt zum Beispiel über Magda Goebbels was erzählt oder über andere Leute, weil dann ja natürlich auch, wie soll ich sagen, eine Art Mitgefühl entstehen könnte, was wir aber eigentlich gar nicht wollen. Ne? Also wollt ihr diesen Eiertanz wagen oder wagt ihr den oder lasst ihr das lieber? Ja, ich verstehe, was du meinst und das ist manchmal auch schwierig. Und natürlich erzählen wir auch was über die Bösen, also auch die Geschichte hier um Magda Goebbels ist in meinen Führungen mit drin. Und wenn man dann schon erzählt, dass Josef Goebbels der Minister für Propaganda und Volksaufklärung war, und man das Wort mal auseinander nimmt, dann ahnt man schon, in welche Richtung das geht. Und, aber ich kann nachvollziehen, was du meinst, dass das manchmal wirklich so auf Messerschneide steht, was man da möglicherweise mit anrichtet. Ne? Ach ja, weiß ich nicht, ob er damit was anrichtet, aber ich finde es ja interessant, welche Methode ihr halt wählt, um die Leute mitzubewegen. Wo kriegt ihr denn Zeitzeugen her? Ich meine, die haben das ja, erstens ist es für sie belastend möglicherweise und zweitens wollen sie es ja vielleicht auch nicht 100 Mal im Jahr machen. Wie sprecht ihr die dann an? Also wir haben sogar noch einen Zeitzeugen, der bei uns Führungen gibt, der es damals als Kind auch erlebt hat. Und ansonsten melden sich bei uns auch immer wieder, immer weniger natürlich, weil die ja immer älter werden, aber es sagen Menschen während der Führung, ich weiß das noch sehr genau. Ne? Und wir haben natürlich mittlerweile auch schon einen geschulten Blick dafür und können sehen, das könnte möglicherweise ein Zeitzeuge sein. Und wenn mir das auffällt in meinen Führungen, dann versuche ich die schon immer vorher anzusprechen und zu sagen, wollen Sie was beitragen? Ne? In welche Richtung auch immer. Und das klappt meist ganz gut. Aber es werden immer weniger. Und ich kann nur sagen, wenn ihr Zeitzeugen zu Hause habt, fragt. Und lasst sie was aufschreiben, auf Video aufnehmen, auf Tonband aufnehmen. Meistens haben die keinen Bock mehr, wenn sie sehr alt sind. Dann muss man sie ein bisschen antreiben, dass sie das noch aufschreiben. Ne? Wie macht ihr das denn, wenn jetzt ein Zeitzeuge hier dabei ist? Und sagen wir mal, das ist jetzt jemand, der irgendwie noch Berührung mit Shoah und Holocaust hatte. Und die kriegen jetzt natürlich den mega posttraumatischen Laberflash. Ist ja verständlich, kriegt ja jeder, der was Schlimmes erlebt hat. Das ist ja ganz normal. Sagst du dann, ja, okay, sorry, aber wir wollten jetzt gerade was über einen Führerbunker erzählen oder wie löst ihr das dann? Also wenn wir Zeitzeugen erwischen, dann schwenken wir relativ schnell auf die Bedürfnisse des Zeitzeugen ein, denn die sind 80, 85, 90 Jahre alt und mittlerweile hat man da auch ein ganz gutes Gespür für entwickelt. Auch im Fichtebunker, den der Sascha ganz viel mitbetreut, gibt es noch Zeitzeugen, die da Führung machen, ne? Das sollte man vielleicht auch noch mal kurz sagen. Wir sind ja hier beim Führerbunker, dann haben wir gehört, es gibt den Fahrerbunker, jetzt gibt es noch den Fichtebunker. Der war ja nicht für Nazis, also zumindest nicht für hochrangige Nazis. Ja, er war immerhin eine Propagandaanlage und sehr gut ausgestattet. Das war eine Musteranlage, die größte und modernste ihrer Zeit in Kreuzberg an der Fichtestraße. Da haben wir noch eine Zeitzeugin und schätzen uns sehr glücklich. Das ist eine hochrüstige Dame, weit über 80, die Regina Schwenke. Und die will auch ihre Geschichte richtig transportieren. Das ist ihr ein richtiges Anliegen auch. Die waren kirchlich vernetzt, die Familie. Sie hat jüdische Berliner, hat sie versteckt unter hohem persönlichen Risiko natürlich für die Mutter. Die hat ihr Leben im Grunde und ihre Freiheit auf jeden Fall und die Zukunft ihrer Kinder damit riskiert. Solche Menschen gab es auch und diese Geschichten, die sind für uns wichtiger als jetzt die, über die schon 1000 Mal berichtet wurde. Ja, besonders auch in amerikanischen Fernsehen oder woanders, da stehe ich ja dann manchmal hier und sage dann irgendwas. Das Interesse, hat sich das geändert in den letzten Jahren? Also ist das so wie, also man macht eine Serie über 8 Weltwunder und den Führerbunker oder so? Ist das so? Ja, ich sage immer im Scherz schon seit einigen Jahren, durch die Anfragen, die reinkommen, Hitler in Sex Cells. Ne? Ja. Und es ist wirklich so. Teilweise nimmt das absurde Züge an und wir versuchen dann die Kontrolle zu behalten über das, was später aus unseren Aussagen gemacht wird. Das gelingt nicht immer, weil du bist, das kennst du selber, bist du vom Mikrofon, entscheidest du nur, rede ich mit denen oder nicht, was die später daraus machen, kannst du oft nicht mehr
beeinflussen. Ja. Und manchmal kommen da sehr verdrehte Sachen bei raus. Das hatten wir auch schon. Gerade die Amerikaner sind da völlig schmerzfrei. Ja. Eigentlich alle anderen, bis auf die Deutschen. Genau, wir Deutschen haben ja auch noch so eine Art persönliches Schuldempfinden oder wie das neulich jemand sagte, in der Politik ein großer Schatten, der sozusagen über den Deutschen liegt. Wie geht ihr denn dann damit um, wenn da sich jetzt irgendeiner da angesprochen fühlt und sagt, ja, da kann ich ja nichts für und so, was soll denn das jetzt oder so? Also habt ihr da eine Methode, die richtige Sprache zu finden? Also wenn jetzt einer sozusagen nur als Tourist sich das anschauen will und seine Ruhe haben will und nichts hören will über Politik und Nazis oder so? Also auch wenn wir während der Touren zu Fragen auffordern, kommen eigentlich relativ wenige Fragen. Die meisten fragen dann doch hinterher, ne? Und da hat man dann im persönlichen Gespräch natürlich ganz andere Möglichkeiten, auf sowas einzugehen. Aber man muss natürlich während so einer Führung auch gucken, dass auch ein Zeitzeuge nicht den Rahmen sprengt. Ne? Wenn man da jemanden erwischt, der auf einmal so eine Viertelstunde erzählt, dann muss man die Viertelstunde natürlich irgendwo anders wieder herausholen. Aber ich nehme mir meistens die Zeit, weil die Zeitzeugen einfach immer seltener werden. Ne? Ja. Wie stellt ihr euch das vor jetzt in 20 Jahren? Keine Zeitzeugen mehr, das Schild vielleicht auch weg, wenn sich da irgendwie was wird denn hier aus der Sache werden? Also denkt ihr, das ist einfach so wie über manche Dinge einfach das Gras und die Pflanzen und die Gebäude wachsen? Oder kann das hier noch irgendwas werden, was die Menschen irgendwie in einer gefühlsmäßigen und geistig sinnvollen Weise daran erinnert, dass es manchmal was ganz Profanes ist, wie einfach so ein Gebäude unter der Erde, was dann halt doch einen Betrieb am Laufen hält, der eigentlich längst hätte nicht mehr laufen sollen oder sowas. Also zum einen ist das Schild wetterfest, also wir hoffen, dass das noch ein paar Jahre durchhält, ne? Aber wir können auch sagen, dass das mit Fug und Recht hier der meist fotografierte Parkplatz Europas ist, weil hier wirklich Scharen von Touristen hergekarrt werden, denen dann hier die Geschichte mehr oder weniger gut erklärt wird. Aber es gibt auch Denkmäler, zum Beispiel das von Georg Elser, was gar nicht so lange aufgestellt wurde, der Hitler-Attentäter, Bürgerbräukeller das Stichwort. Und die Debatte darum, die war ganz interessant, ne? Da gab es nämlich quasi eine öffentliche Ausschreibung, wo das stehen soll. Und auf einem Auditorium wurde die Frage gestellt, wer denn dafür sei, dass das hier in die Nähe des Holocaust-Mahnmals kommt. Und dann stand ein älterer Mann auf, der krempelte seinen Arm hoch, zeigte eine Nummer, also eine eintätowierte Häftlingsnummer. Also in den Konzentrationslagern haben die Leute eine Kennnummer eintätowiert bekommen. Genau, nicht in allen, aber in vielen. Und der zeigte eben diese Nummer hoch. Es wurde mucksmäuschenstill in dem Saal und er sprach sich dafür auf, dass man genau hier am Ort des Geschehens eben dieses Denkmal aufstellt. Und dann ist es auch hierher gekommen. Ne? Wo steht das Denkmal? Das ist eine gute Frage. Es ist nicht so offensichtlich, dass man es leicht erkennen kann. Georg Elser ist... Ja, Georg Elser ist natürlich eine interessante Figur, weil der hat sich also nächtelang einschließen lassen in einem Keller, hat dann so eine Säule freigekratzt und hat dann eine Detonationsvorrichtung angebracht, die auch tatsächlich losgegangen ist. Nur war Hitler zu dem Zeitpunkt, stand er schon nicht mehr vor der Säule. Das ist natürlich auch eine spannende Geschichte, die in Bayern stattfindet. Wie geht er denn mit sowas um? Also wenn jetzt einer ankommen würde und sagen würde, Elser, denk mal, nimmst du dir dann auch die Viertelstunde raus oder sagst du dann mal, nee, also jetzt, wir sind jetzt nicht in Bayern und das führt jetzt zu weit. Also so spezielle Fragen sind selten, aber wenn Fragen kommen, nehmen wir uns für jede Frage die Zeit. Und wenn eine Nachfrage kommt, nehmen wir uns auch dafür die Zeit. Wenn man natürlich so einen 8-jährigen Jungen hat, der sich schon für die Geschichte interessiert und der einem dann aber in jedem Raum irgendwie 5 Fragen stellt, dann muss man natürlich irgendwann sagen, du pass auf, Stefan, du hast jetzt in jedem Raum eine Frage und nach der Tour können wir uns so lange unterhalten, wie du willst. Aber so ein bisschen muss ich den anderen auch erklären, worum es hier geht. Liebe höchstbegabte und hochbegabte Kinder, geht den Reiseführern oder Reisebegleitern oder Tourbegleitern nicht auf den Wecker. Wie viel Zeit nehmt ihr euch nachher? Also, weil du sagst, hinterher kann man so viele Fragen nicht mehr stellen, aber du hast ja noch eine Tour wahrscheinlich. Genau, sehr gut. Das richtet sich eben danach, was wir danach zu tun haben. Aber wir haben jetzt ja auch das Medium Radio für uns entdeckt und interviewen hin und wieder auch Gäste oder auch Zeitzeugen. Und meistens haben wir so maximal eine halbe Stunde, wenn es noch eine Anschlusstour gibt. Aber wenn es jetzt nun gerade die letzte Tour war, dann hatte ich es auch schon, dass ich eine Stunde, anderthalb Stunden nach der Tour mit so einem Zeitzeugen gesprochen habe. Ja. Nachdem ihr jetzt so viel mit Zeitzeugen, 8-jährigen, neugierigen Kindern, Leuten, die sich aus den verschiedensten Gründen und sei es auch nur aus touristischen Gründen und aus Snackgründen dafür interessieren, geredet habt, habt ihr irgendwas über Menschen gelernt, was ihr vorher nicht erwartet hättet vielleicht? Oh, das ist schwer. Sprichst du von den Gästen? Ja.
Also wir lernen letztlich jeden Tag, aber das Geschichtsinteresse ist ungebrochen, merken wir. Also gerade auch an unterirdischen Anlagen, und da sind wir gerade jetzt in dieser Corona-Zeit natürlich auch dankbar. Wir sind ja auch schwer betroffen von dem Lockdown, sowohl von dem ersten als auch von dem jetzigen, und haben zwischendurch ganz behutsam wieder angefangen, mit weniger Gästen Touren zu machen. Aber das ist unser großes Glück so ein bisschen, dass eben das Interesse ungebrochen ist. Das ist das, was ich so gelernt habe. Ja, was man ja im Alltag nicht sieht, ne? Da sieht ja alles aus wie nur Glitzer und superschnelle Schnitte und so weiter, aber ihr merkt, die Leute möchten sich informieren und hören zu. Hast du irgendwas gelernt über Menschen, ja, also aus der Sicht der Gäste? Dass man, auch wenn man es sich noch so sehr wünscht in Corona-Zeiten, unsere Art der Vermittlung, der Geschichtsvermittlung und Geschichte zum Anfassen nicht digital ersetzen kann. Die Leute wollen zwar die digitalen Angebote auch, das ist eine Überbrückung, um nicht ganz auf die Unterwelten verzichten zu müssen, aber es ist nicht das Gleiche, wie persönlich dort durch eine Anlage geführt zu werden und zu hören, was darüber gesammelt wurde an Erkenntnissen. Das andere, was ich noch gelernt habe, dass es Menschen gibt, du hast es vorhin selber gesagt, die sehr unterschiedliche Aufmerksamkeitsspanne haben, und dass man sich anderthalb Stunden mal oder zwei Stunden auf ein Thema einlässt, das ist eher unüblich inzwischen, aber bei uns funktioniert das noch. Noch eine letzte Frage, was macht man eigentlich, wenn es regnet und saukalt ist und aber als Beruf Tourführer ist, was für ein Geheimnis habt ihr dann? Auch im Bunker ist es mollige 12 bis 14 Grad meistens. Ja, also wir sind meist unterirdisch, sind immer eine Jahreszeit zurück. Das ist ganz schön. Ne? Also wenn es draußen Frühling wird, dann ist bei uns unten kühl. Und im Hochsommer ist es auch kühl. Also das ist ganz schön. Sag ich immer kühl. Wenn ihr mal, also meiner Meinung nach das Gruseligste, weil wie gesagt, hier sieht man den Parkplatz. Ich finde das zwar auch durch dieses Unschuldige, wo die Spatzen singen und so, finde ich das eigentlich auch ziemlich schräg. Aber ich fand es eigentlich am eindrucksvollsten, die Anlage zu sehen an der U-Bahn, wo angeblich ein Atombunker eingerichtet werden kann, der aber schon alleine deswegen nicht funktioniert, weil es glühend heiß da drin wird. Wie viel Grad wird es da werden, wenn da wirklich Leute drin wären? So viel Grad, wie in dir sind, ne? Ja, genau. Also das ist ein bisschen zu heiß. Und das Zweite, das ist natürlich vorne und hinten nicht funktioniert mit sanitären Anlagen und allem anderen. Also unabhängig vom persönlichen Leid im Krieg. Krieg ist auch immer eine Katastrophe des Zusammenbruches aller Sozialsysteme und aller Gewohnheiten. Und zwar nicht im Guten, sondern im Schlechten. Ne? Das kommt das auch noch. Das ist sehr wahrscheinlich auch ein Missverständnis mit den Bunkern. Das ist nicht zum Schützen der Menschen, sondern dass die von der Straße weg sind und die Panzer fahren können. Ne? Das hat mir mal ein Militär erklärt. Ne? Habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist wirklich so die Annahme aus der Perspektive. Und wenn man das so betrachtet, dann hätte das für 2-3 Tage schon geholfen. Ne? Die Straßen freigehalten, damit die Panzer fahren können. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir aktuell in der längsten kriegsfreien Zeit in Mittel- und Westeuropa leben, die es jemals gab. Ne? Und ich finde, wir sollten alle was dafür tun, dass das so bleibt. Ne? Ja. Und eine gute Möglichkeit ist eben, eure Touren sich anzugucken und wirklich mitzugehen, körperlich dabei zu sein. Digital ist auch gut, habt ihr ja schon gesagt, aber körperlich ist das echt nochmal ein Unterschied. Auch die Nähe zu sehen. Ich habe mich zum Beispiel immer gewundert, wie nah das am Brandenburger Tor und am Adlon ist. Also, da dachte ich mir so, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie am Stadtrand oder sonst wo. Das ist also, es ist gut, das auch mal körperlich zu erleben. Ne? Ich war ja nur noch ein Schlauch von 7 Kilometern ab Reichskanzlei über den Tiergarten, der ungefähr noch so das Machtgebiet von Hitler ausmacht in den letzten Stunden. Und übrigens, ich wollte unbedingt auf den Moskauer Kiefer zurückkommen. Etwa da vorne müsste dann so der Bombentrichter oder so gewesen sein, nach den meisten übereinstimmenden Quellen, wo die Verbrennung stattgefunden hat. Ach ja, stimmt. Das sollten wir vielleicht noch ganz zum Schluss vielleicht sagen. Adolf und Eva Hitler sind ja so angebrannt worden, ein bisschen verbrannt worden. Und wie habt ihr das rekonstruiert, dass es ungefähr da sein? Das können wir hier zeigen auf dem Plan. Schilderungen oder nach den glaubhaften ist ja ungefähr hier ein bisschen 10, 15, 20 Meter ungefähr vom Gartenausgang hier hochgetragen worden, und dann sind die beiden Körper verbrannt worden über viele Stunden. Ne? Dann wenn wir das übertragen ins Gelände, wäre das da drüben die Straßenkreuzung etwa. Ja, da wird das jetzt die meist fotografierte Straßenkreuzung. Vielen herzlichen Dank. Das habt ihr jetzt hier angeleiert. Adolf und Eva Hitler, beziehungsweise Adolf Hitler ist ja dann in Magdeburg begraben worden. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir euch dann andermal erzählen. Ist ja nicht live, kannst du noch rausschneiden. Nee, das bleibt alles drin. Vielen herzlichen Dank. Wollt ihr noch was? Habt ihr noch was auf dem Herzen? Ja, wir können nur sagen, dass das hoffentlich irgendwann bald demnächst mal vorbei ist mit diesem Corona. Haltet euch an die Rules, dass wir das alle überstehen, und besucht uns gern in den Berliner Unterwelten, können wir nur sagen, kommt zu uns, wir werden überleben. Da gehen wir ganz stark von aus. Ja. Ja. Ähnliche Botschaft, bleibt gesund und frohe Festtage. Und das vor dem Führerbunker. Vielen herzlichen Dank. Danke an euch beide. Ciao. Ja, danke. Ciao.